Ja, hallo und herzlich willkommen, werte Zuschauer von Garten Productions, zu diesem exklusiven Video. Heute mal wieder ein kleiner Zaubertrick, natürlich zum Nachmachen. Für kleine Kinder nicht ganz so geeignet. Am besten dann mit den Eltern erstmal üben oder so, da wir mit spitzen Gegenständen heute zu tun haben. Aber ansonsten kann man den wirklich überall close-up vorführen. Alles, was wir benötigen, ist ein Luftballon. Ganz normaler Luftballon, kriegt man auf jedem Kinderfest. Ich puste den einfach mal auf. Mache ich jetzt, damit ihr wirklich seht, dass das alles eine Live-Aufzeichnung ist hier und hier nichts präpariert ist oder sonst da was. Und ja, dann nehme ich mir einfach mal diese Nadel. Ich weiß nicht, ob ihr die von weitem überhaupt seht. Ist tatsächlich eine Nadel und ja, beschwöre die jetzt quasi mit Hilfe meiner Gedanken. Ich halte mal unten den Zipfel fest. Apropos Zipfel. Und werde jetzt versuchen, diesen Luftballon zu zerplatzen. Ob mir das gelingen wird, weiß ich nicht genau. Scheinbar nicht. Scheinbar ist dieser ein bisschen unplatzbar. Es ist ein ganz normaler Luftballon, wirklich genauso wohl wie man würde. Oh, jetzt ist die Nadel weggeflogen. Hat das jemand gesehen? Richtig gut. Ja, jetzt habe ich mir gedacht, gut, Nadel ist natürlich so ein Ding. Vielleicht auf dem Kindergeburtstag mal den Trick vorgeführt. Nehmen wir uns einfach mal... Ich weiß nicht, ob es wirklich funktioniert, eine Wunderkerze. Und ich werde es auch damit versuchen. Und tatsächlich, es ist unglaublich. Also, sie steht nicht, aus welchen Gründen auch immer. Es gibt auch andere Sachen, die nicht stehen. Aber ich werde sie jetzt einfach mal anmachen. Vielleicht geht er ja gleich kaputt hier, ich weiß es nicht. Keine Ahnung, was jetzt passiert. Bisschen Wind, muss ich aufpassen. Oh Mann. Oh, ich bin ein bisschen aufgeregt gerade. Ich habe ja bloß den Versuch jetzt auch. Boah, geh doch mal an, ey. Das ist halt wie gesagt eine Live-Aufzeichnung. Hey, es funktioniert tatsächlich. Ja, müsste ich mir jetzt noch ein bisschen Statik einfallen lassen, das ein bisschen vom Architekten berechnen lassen oder so. Dass das dann noch drinnen stehen bleibt irgendwie. Aber eigentlich gar nicht mal so schlecht der Trick, oder? Ihr seht auf jeden Fall, die Luft lässt auch langsam nach. Natürlich mit Hilfe meiner Gedankenkraft. Wir warten jetzt einfach mal ab, bis er kaputt geht. Natürlich auch mit Gedankenkraft versuche ich das. Die funktionieren ja auch noch richtig gut, die Dinger. Vorher noch. Alles klar. Gut, haben wir das auf jeden Fall erstmal gesehen. Jetzt kommen wir zur Auflösung dieses ganzen Tricks. Blöderweise ist ja die Nadel jetzt weg. Ich weiß jetzt auch nicht, wo sie hingefallen ist. Alles, was ihr benötigt. Schere auf jeden Fall. Richtig gut brennende Wunderkerzen. Und Klebeband. Klebeband ist eigentlich so das Geheimnis überhaupt an dem ganzen Trick. Ihr könnt wirklich einen ganz normalen Luftballon, Wasserbombe nehmen, was immer ihr wollt. Könnt auch vorher dem Zuschauer gerne in die Hand geben, kann er sich alles angucken. Dann dürft ihr aber vorher kein kleines Stückchen Klebeband an den Luftballon ranmachen, an der Stelle, wo ihr reinstechen werdet, wenn er sich das anguckt. Wenn er sich das nicht anguckt, könnt ihr das vorher schon raufmachen, pustet auf, so wie ich gerade. Sieht man wirklich ganz schwer. Ja, und dann stecht ihr da einfach durch. Also ich habe jetzt keine Ahnung, wie das Video jetzt aussieht, deswegen, ich habe auch bloß noch den einen Luftballon, deswegen zeige ich euch das jetzt an dieser Stelle nicht nochmal direkt, wie man das macht. Also wirklich, nehmt euch einen Luftballon, pustet den auf, macht ein ganz kleines Stück Klebeband dran, reichen 2-3 mm halt für die Nadel und dann könnt ihr da ganz vorsichtig mit Hilfe von Gedankenkraft und viel Brimborium drumherum so eine Mega-Show wie ich veranstalten. Ja, hier habe ich mir auch mehr erwartet gehabt, aber naja, was will man erwarten? www.garten-productions.de, facebook.com/gartenproductions. Ich werde jetzt wieder mein Superman-Kostüm anziehen, um die Welt vor Politikern zu retten. Das war's für heute. Tschüss, bis dahin. Ich versuch's einfach mal mit Hilfe von Gedankenkraft, dass die Nadel vielleicht sogar da drin stecken bleibt. Und tatsächlich, ich weiß nicht, ob ihr das jetzt erkennen könnt, die Nadel ist da drin. Ich kann ja mal zu dem und... Das war jetzt meine Gedankenkraft.